ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Video. Ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal meinen Kleiderschrank zeige. Und ich habe mich immer so ein bisschen davor gesträubt, weil, ja, mein Kleiderschrank ist halt einfach mega unspektakulär. Da ist nichts Tolles dran. Ich habe da kein Packsystem stehen. Es ist wirklich ein ganz einfacher, kleiner Schrank, weil ich zum einen hier auch nicht den Platz habe. Ich habe nämlich Dachschrägen und kann hier nicht so einen riesen Kleiderschrank hinstellen. Und zum anderen mag ich das auch, ja, wenn das so ein bisschen überschaubar ist, dass man nicht zu viel hat. Ich sortiere sehr, sehr viel aus, um halt einfach den Überblick auch nicht zu verlieren. Und ich packe die Sachen dann immer erstmal in einen Karton. Und wenn mir irgendein Teil nochmal einfällt, dann hole ich es halt wieder raus. Aber ich möchte so den Überblick in meinem Schrank halt, den Überblick einfach noch beibehalten. Der Kleiderschrank ist übrigens von Ikea. Ich glaube, das war Hemnes, die Marke. Hat um die 300 Euro gekostet. Ich kann euch den Kleiderschrank ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also generell im Schlafzimmer holt euch da keine dunklen Möbel. Meine Mama hat das immer gesagt, Kind, hol dir keine dunklen Möbel. Aber ich wollte einfach nicht hören. Ich wollte mich durchsetzen und das habe ich dann auch getan und bereue das jetzt so ein wenig. Ihr werdet das auch gleich sehen bei den Aufnahmen. Es ist sehr, sehr schnell staubig. Man sieht wirklich immer alles darauf. Man wischt es weg und dann liegt der Staub da einfach wieder auf dunklen Möbeln. Also da sieht man einfach jeden Krümmel, jeden Fussel, jeden Staubkörnchen und ja, das geht mir sehr auf den Keks und durch die Bettwäsche und so staubt es natürlich umso mehr. Deswegen kann ich euch da sowas nicht empfehlen. Holt euch keine dunklen Möbeln für Schlafzimmer. Wenn ich morgens aufstehe, dann kleide ich mich ja ein und als erstes schaue ich mir erstmal den Wetterbericht an, weil wenn es hell draußen ist und die Sonne scheint, neige ich eher dazu, helle Sachen zu kaufen. Und wenn es regnet oder es sehr düster ist, dann halt dunkle Sachen. Also ich kleide mich wirklich so, wie ich mich auch fühle. Und ja, und so habe ich auch meinen Kleiderschrank dementsprechend aufgebaut, also beziehungsweise sortiert, und zwar nach Temperatur. Also bei mir im Kleiderschrank sind links immer die sehr leichten Sachen und rechts immer so die wärmeren Sachen. Und das steigert sich dann halt von links nach rechts. Und ja, so finde ich mich einfach am besten zurecht. Ich habe schon viele Methoden ausprobiert, auch nach Farben zu sortieren, aber das war halt einfach nichts für mich. Also die Ordnung nach Temperaturen zu sortieren ist für mich am effektivsten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao! Hier seht ihr nochmal den kompletten Kleiderschrank. Der besteht aus drei Teilen und oben befinden sich die ganzen Oberteile und unten die ganzen Jacken. Und wie ihr sehen könnt, von links nach rechts wird es immer wärmer. Also links sind die ganzen Spaghetti-Tops und ärmellosen Tops und rechts sind die dicken Pullovers oder Pullis. Und ja, hier seht ihr die Spaghetti-Tops. Hier habe ich drei Stück, die noch hängen. Viele sind auch noch in der Kiste, also für den Sommer oder so. Und hier habe ich nur wirklich so die, die ich auch mal gern zum Cocktail trinken anziehe. Und ja. Das Weiße ist hier eins meiner Lieblings-Spaghetti-Tops. Das ist wirklich wunderschönes von H&M und trage ich ganz gerne auch zu so einem Blazer oder so. Dann hier noch so ein paar ärmellose Oberteile, nichts Spektakuläres, ganz schlicht. Und ja, jetzt kommen wir zu den Shirts. Und das ist hier von Mango und das ist auch eins meiner Lieblings-Shirts. Das hat aber so ein Chiffon-Stoff, also eher so eine Bluse. Richtig toll. Und hier so ein Rollkragen-Shirt. Ja, hier sind auch noch so ein Shirt von Primark. Da sind noch so ein paar Blusen. Und hier werden auch so langsam die Ärmel ein bisschen länger. Jetzt kommen wir zu den Dreiviertel-Ärmeln. Und hier ist auch so eine Bluse von Primark, die ich ganz gerne zu einer Jeans anziehe. Oder ja, hier so ein sommerliches Oberteil. Hier so ein schwarzes, dunkelblaues. Und ja, dieses gepunktete Oberteil bzw. die gepunktete Bluse ist auch eins meiner Lieblingsblusen. Die ist auch von Primark. Und ihr merkt schon, ich stehe total auf gepunktet, aber ich finde, das sieht einfach ultra aus. So unterm Pullover und dann noch so ein roter Lippenstift oder so. Also das stehe ich total drauf. Und hier ist auch nochmal so eine Tunika, trage ich ja weniger. Aber hier das gelbe Hemd, ja, so eine Hemdbluse ist auch super schön. Ist von Zara. Und ist sehr lang, also ist so eine Hemdbluse sehr locker geschnitten. Knittert allerdings auch ein bisschen schnell, aber so die Farbe ist einfach nur mega schön. Also so ein richtig strahlendes Gelb. Und hier noch so ein paar einfache Blusen. Und da sind so ein paar Longshirts, also die Ärmel sind jetzt etwas länger. Und das ist hier von Vera Moda so ein Basic Longshirt. Und hier auch nochmal so ein schwarzes, das ist hier von Primark, das ist nicht so schön. Und noch so Pullis. Und das ist hier mein Lieblingspullover.
ist so ein Strickpulli, ich glaube, der ist von H&M, hat ein richtig schönes Muster und der Kragen ist so breit ausgeschnitten, sodass es über die Schultern hängt, richtig schön. Und der Rollkragenpulli habe ich euch ja in meinem Haul gezeigt. Der ist von H&M, echte Baumwolle, super gemütlich, kuschelig und das ist hier von Ralph Lauren. Und das ist so ein Kaschmir-Pullover, den trage ich aber sehr ungern, weil Kaschmir finde ich sehr kratzig. Diese wunderschöne blaue Cardigan ist von Zara und da wurde ich ganz, ganz häufig schon drauf angesprochen, weil die Farbe einfach so mega ultra ist. Richtig schön und Zara bringt immer wieder so Pullis raus mit dieser Farbe. Und hier ist so ein cremefarbener Cardigan von H&M, mit so einem Wasserfallausschnitt. Hier auch mit so einem Wasserfallausschnitt, auch von H&M. Der ist ein bisschen länger, habe ich ja auch vor kurzem gekauft. Und hier so ein Kapuzenpulli von Primark. Und hier kommen wir zu einer Fellweste von Villa. Oder Vila, habe ich mal bei Vero Moda gekauft und ist super schön von der Farbe her. Also das Fell, also ist ein Kunstfell natürlich und ja, sieht super schön aus, die Farbe. Hier ist noch so ein Vero Moda West in Schwarz und hier ist nochmal eine Zara Cardigan oder ein Zara Cardigan. Ja, auch so richtig zum Einkuscheln, so schwarz-weiß, sieht einfach nur mega schön aus. Wurde ich auch ganz, ganz häufig darauf angesprochen. Ja, und das sind so meine Oberteile. Und jetzt kommen wir zu den anderen Sachen, und zwar zu den Jacken, Mänteln und Kleidern. Und ich fange jetzt hier mal rechts an und rechts befindet sich schon mal meine dicke Winterjacke von Pepe Jeans. Und die ist auch so richtig schön zum Einkuscheln. Also richtig warm, war auch sehr teuer, hat glaube ich um die 200 Euro gekostet, aber wirklich sehr warm. Und daneben eine khakifarbene Jacke von Tara M damals. Mit so einem Kunstfell, ganz nett, sieht ganz cool aus, so ein bisschen kürzer geschnitten. Und hier kommen wir zu einem sehr klassischen, zu einem klassischen Mantel von Zara. Habe ich mir damals gekauft, ist schon ein bisschen älter, aber ja, ziehe ich immer zu sehr besonderen Anlässen an. Und daneben meine neueste Errungenschaft, der Wollmantel von Zara mit so einem Wasserfallausschnitt, auch sehr dünn, aber trotzdem sehr warm, weil es aus echter Wolle besteht. Ja, und dann hier noch so eine klassische graue Jacke, etwas kürzer geschnitten, habe ich mal geschenkt bekommen. Ich kenne die Marke gar nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Finde ich aber auch sehr schön. Kann man eigentlich auch immer gut kombinieren. Dann ist hier noch so eine schlichte Jacke von H&M, so eine Übergangsjacke, so eine beige. Dann eine Lederjacke, die ist so ein bisschen cooler, also ein bisschen cooler und sportlicher geschnitten. Und die ist, das ist eine echte Lederjacke und die hält auch super warm. Und daneben meine Kunstlederjacke von Zara, die ist natürlich nicht ganz so warm, aber das Design ist hier einfach super, richtig schön geschnitten, sehr weiblich geschnitten. Und hier ist noch eine Kunstlederjacke von Vero Moda, die trage ich ehrlich gesagt nicht so häufig, weiß auch nicht warum. Und hier ist so ein Sakko von, ich glaube H&M war das, genau, mit so einer Lederoptik am Kragen. Und dann noch so ein Sakko von Tara M, das war mal im Angebot, aber die Farbe finde ich einfach nur mega, echt schön. Ist auch so ein bisschen länger. Also auch so klassisch halt. Und da ist auch noch ein weißer Blazer von H&M, auch so ganz klassisch und schlicht. Und hier ist von New Look, habe ich bei Zalando bestellt, so ein etwas längerer Cardigan mit so einem Wasserfallausschnitt, beziehungsweise ist das eher so eine Jacke. Und hier ist noch so ein Blazer, ganz klassisch braun. Ja, und hier kommen wir auch schon zu meinen Röcken. Hier ist so ein Lederrock von Reserved. Finde ich sehr cool. Dann hier so schönes Kleid von H&M habe ich damals gekauft, auch für ganz besondere Anlässe, so ein Cocktailkleid halt, so sehr schöne Farbe. Ja, hier sind noch so ein paar Röcke, nichts Besonderes. Hier ist noch so ein Kleid von H&M, lang schwarz, also so für den Winter. Meine ganzen anderen Kleider befinden sich momentan nebenan in der Box. Ja, das ist so mein Kleiderschrank und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Tür, nämlich zur rechten Tür. Und das sind auch nochmal so ein paar Basics. Hier oben befinden sich so meine Gammelsachen, meine kurzen Shirts und meine Hosen und T-Shirts. Dahinter so Bettwäsche, weil ich nicht wusste, wo ich die hinpacken soll. Und dann unten links sind meine T-Shirts und rechts meine Shirts halt ohne Ärmel. Auch meine ganzen Unterhemdchen, aber die befinden sich jetzt gerade in der Wäsche. Und unten drunter befinden sich meine Jeans. Und links eher die dunkleren Jeans und rechts eher die helleren Hosen, so für den Sommer, wenn es mal so richtig sonnig ist.
Und unten drunter befinden sich meine Sportsachen. Ich mache zwar jetzt nicht unheimlich viel Sport, aber das habe ich mir ja bald vorgenommen, mal wieder was zu tun. Und unten drunter ist noch so Bettzeug und sowas, also nichts Besonderes, ganz schlicht. Und dann kommen wir noch zu meiner Kommode. Da befinden sich nämlich auch so ein paar Sachen, also ein paar Accessoires. Und die zeige ich euch jetzt. In der ersten Schublade seht ihr meinen Schmuck. Ich gehe mal eben zur Seite, damit das Licht ein bisschen besser einfällt. Und da seht ihr meine Marc Jacobs Uhr. Ich habe noch eine Uhr, die ich gerade umhabe. Die ist von Michael Kors, aber die sieht man jetzt gerade nicht. Moment. Ja, jetzt sieht man sie, die Michael Kors Uhr. Ist aber auch schon ein bisschen älter, uralt. Hier ist auch noch das alte Leder-Kroko-Band. Ja, die habe ich mal vor etlichen Jahren geholt. Da war Michael Kors noch nicht so berühmt. Hier sind meine goldenen Sachen. Und hier sind meine Sonnenbrillen. Hier noch so ein paar, ja, so Fusselroller und all solche Dinge. Meine Gürtel und hier sind meine Mützen. Also, ja, nichts Besonderes. Und hier sind meine kleinen Klatschtaschen und Umhängetaschen von Donna Karan New York, von Mango, von New West oder sowas. Das ist hier von einem gebrauchten Markt. Und die ist vom Primark. Und ja, hier ist auch noch so ein Nähset, falls mal was kaputt geht. Und die Tasche oder Klatsch ist von Primark. Ja, das sind so meine schönen Taschen. Ups, geht jetzt gar nicht zu. So. Unten sind noch Unterwäsche und Socken, aber das muss ich euch jetzt nicht zeigen. So ein bisschen Privatsphäre muss ja auch bleiben. Und hier ist nochmal so ein kleines Nachttischlein oder Nachttisch mit ein paar Jeanshosen und Oberteilen. So Sachen, die ich angezogen habe, jetzt aber nicht dreckig sind oder nicht stinken, die ich am nächsten Tag noch anziehen kann. Hier auf meinem Sessel liegen immer meine Taschen. Jetzt momentan die Cochinelle-Tasche. Die anderen fliegen woanders rum. Und hier sind so ein paar aussortierte Pullis, die ich gerade aussortiert halt habe. Und hier ist so ein Karton mit meinen Sommersachen. Wollte ich runterbringen in den Keller, aber man holt ja doch dann wieder irgendwie was raus, weil es wärmer wird. Ja, und hier sind die Schuhe obendrauf, die ich so öfter benutze. Und ganz unten sind diese ganzen Aufbewahrungsboxen. Hier seht ihr meine Sportschuhe, so Übergangsschuhe, dann meine Taschen, noch so ein paar vereinzelte. Hier die Sommertasche von H&M. Hier sind meine Pumps und High Heels. Und hier meine Boots. Ja, ein paar stehen ja auch noch draußen. Und hier ist nochmal Bettwäsche. Ja, irgendwie nimmt das immer so viel Platz ein. Und hier sind meine Schals und diese zwei Stücke hier oben sind einmal hier von Mango und der obere von H&M und der unten ist von Zara. Und die passen auch ganz gut, der hier von H&M mit meinem Boot zusammen. Und hier sind meine Halstücher so für den Sommer. Richtig schön, also richtig tolle Farben. Der blaue mit dem gelben ist so eins meiner Lieblinge, der passt irgendwie immer zu jedem Anlass. Richtig schönes Muster, durch das Gelb eher so ein bisschen heller, durch das Blau kann man es auch an düsteren Tagen sehr gut tragen. Dann ein Schal von Moschino oder Moschino heißt es ja auf Italienisch. Und ja, hier ist noch so ein warmer Schal, der gehört da eigentlich gar nicht hin, aber der ist auch mega schön. Den habe ich mal bei Brigitte oder so geholt. Ja, das sind so meine Schals, Tücher. Und das war es eigentlich auch schon von meinem Kleiderschrank und ich hoffe, das Video hat euch nicht allzu sehr gelangweilt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut und mich würde es sehr freuen, wenn ihr bei den anderen beiden YouTubern auch vorbeischaut, bei Justina Justina und bei Pelican Bay, weil wir zusammen den Fashion Oktober machen und alle Infos dazu verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Ciao!